Servus und herzlich willkommen zum Spray TV Livestream. Zum ersten Punktspiel der Saison 2020-21 zwischen den Tölzer Löwen und den Ravensburg Tower Stars. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich mich hier so umschaue in der Arena, es ist ein sehr tristes Bild. Keine Zuschauer in der Arena, ein paar Pressevertreter, ein paar Mitarbeiter. Es ist schade, aber da kommen wir gemeinsam durch. Wir sind froh, dass wir heute Eishockey schauen dürfen. Stocher da vor dem Löwentor und Pompey mit der Chance. Da ist der Treffer für Ravensburg. Klasse Übersicht. Pompey kommt da nach dem Gestoche vor dem Tor frei vor Franz Repp zum, in diesem Fall, Pass auf Andreas Drindl. So, Sturm für die Tower Stars. Den verspringt die Scheibe. Aber sie übernehmen jetzt schon ein bisschen das Kommando. Samanski zurück auf Zucker. Zucker. Auch. Der 2-0. Ist drin. 2-0 Tower Stars. Der ist drin. Das ist ein herber Verlust und mit Sean Weller natürlich einmal einen Spieler, der ihnen gut getan hat. Jetzt müssen wir abwarten. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Denn jetzt steht es 3-0. Jetzt steht 3-0, Andreas Drindl. Und wieder die Powerplay war das, Powerplay-Aufstellung. Ja. Drindl auf jeden Fall. Ja. Ja, Ansatz von dem Wechselfehler bei den Löwen. Da war der Sascha Martinovic gerade wieder auf dem Eis gegen Bettauer. Dann auch Glück, dass der Bettauer eben einen rechten Schläger hat und keinen linken, sonst hätte er direkt abziehen können. 5 Sekunden noch. Sarnik nochmal. Dem Schuss. Oh, der rutscht durch. Der ist drin. Ist das 4-0. 4-0, eine Sekunde, eins Verschluss. Bitte für die Löwen, wir hatten es angesprochen, Strafen nehmen ist keine gute Idee gegen diese Tower Stars. Der Schuss von Sarnik, der rutscht dem Maxi Franz Repp durch. Und dann war es wahrscheinlich James Bettauer, der zum 4-0 einschiebt. Ja, gewohntes Bild, die Löwen zu viert. Und Ravensburg wieder erfolgreich. 5-0. John Henrian. Nochmal Torstung, Eberhard. Der Eberhard. Schlager. Nochmal der Direktschuss und der ist drin. Und jetzt ist er drin. Erste Löwensaisontor. Markus Eberhard. Im zweiten Versuch. Zweiter Direktschuss von ihm in diesem Shift. Pass von Pompey. Von Morrison. Die Belka. Jawohl. Da ist das 2-5. 2-5, genau. 10 Minuten, 48. Höre ich da ein bisschen Hoffnung bei dir? Es geht schnell im Eishockey, ist klar. Läuft die Scheibe schon gut. Wieder Pompey. Der ist drin. Und jetzt trifft er. Robbie Jarnik. Nach zweimal Aluminiumpech oder Lattenpech zuvor in den Powerplays. Jetzt auch der erste Treffer von Robbie Sarnik. Die Baker hinter das Tor zu McNeely. Sehr aggressiv von Kolb. Jetzt aber die Baker. Uiuiui. Ja. Der hat ganz genau gepasst. Nur die Baker. 3-6. Ja, da war Kolb zu aggressiv, hat seine Position verlassen. Und dann können wir das erste Spiel in die Bücher legen. Herzlichen Glückwunsch an die Ravensburg Tower Stars. Besonders im ersten Drittel enorm starker Auftritt der Gäste. Ein 6-3 Sieg für Ravensburg.